Da ich in letzter Zeit zu wenig esse, um Muskeln aufzubauen, kann das eigentlich nur eins bedeuten, und zwar muss endlich wieder mal ein fetter Cheat Day her. Jetzt der 10.000 Kalorien Challenge ist auch schon leicht raus, von dem her wird es wieder mit Zeit, richtig viel zu essen. Und da habe ich mir überlegt, wer eigentlich so richtig fette Cheat Days macht, und wer mir da gleich eingefallen ist, ist The Rock. Bei seinen Cheat Days tausende von Kalorien isst und einfach sie richtig gönnt, und ich habe extrem Bock auf das, und von dem her würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Neue Jobs am Sonntag, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich habe extrem Bock auf dieses Video. Ihr merkt, ich bin schon extrem hyped, von dem her legen wir gleich los. Und zwar werde ich mich jetzt nur wiegen, weil ich will natürlich ja wissen, wie viel ich jetzt über den Tag zunehme. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel ich zunehmen werde. Ich habe jetzt gute 78 Kilo, das bedeutet, da geht auf jeden Fall einiges. Und von dem her starten wir jetzt wie The Rock einfach mal mit einer fetten Portion Pancakes. So, und wer den Kanal natürlich schon länger abonniert hat, weiß, dass ich Pancake-Profi bin. Aber leider das Rezept nicht weiß, von dem her machen wir das jetzt mit dem Thermomix. Zack, 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 zack. Und voilà, der Teig ist fertig. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das jetzt natürlich nur viel zu wenig Kalorien. Weil wir wollen halt richtig Masse machen, okay? Wir wollen halt richtig viel essen. Von dem her habe ich da jetzt noch einen Schokolade gefunden. Pancakes mit Schokoladestücke drin. Macht für Pancakes grundsätzlich einmal geiler. Von dem her werden wir da jetzt nur einiges nehmen. Ich bin natürlich Profi, habe aber keinen Plan, wie viel das man da nimmt. Das ist schon extrem groß. Also, wisst ihr, wie man? Das ist, glaube ich, Durchschnitt. Ich glaube, ich nehme einen Durchschnitt. Ah, fertig sind wir, ich bin hyped. Machen wir es mal auf, ich wette, das schaut gräber geil aus. Alter, schaut euch das an. Ich hoffe, man sieht es gescheit auf der Kamera. Mit dem kann ich arbeiten. Mit sowas, ja. Lasst es mir mal machen. Das wird. Dann fangen wir mal an mit der ersten Partie, würde ich sagen. Wow. Das ist wie bei den Palatschinken oder beim Sechseln. Beim ersten Mal geht alles schief. Und dann hat man es drauf. Immer wenn es irgendwas zum Umtragen gibt, könnt ihr egal wen fragen. Jeder kann das irgendwie perfekt, aber bei mir stimmt es halt wirklich. Schaut euch das an. Boah! Alter, herrlich! Na, hör mal auf! So, das sind jetzt die Pancakes, die was wir gemacht haben. Das sind einige, also das ist jetzt übertrieben groß, würde ich sagen, so viel. Über die reden wir jetzt aber nicht, wir haben da nur mal zwei so große Stoße. Die muss ich auch noch essen. Es wird viel, wir haben gewusst, dass es viel wird, von dem her. Lass uns nicht drüber reden. Wichtig ist jetzt natürlich nur Ahornsirup. Wir haben leider fast nichts mehr, deswegen habe ich da noch so nach wie vor Nutella. Fake Nutella. Dass wir das einfach jetzt so geil wie möglich essen werden. Und von dem her laden wir das jetzt mal da drüber. Boah, schaut euch dieser. Oha. Mhm. So, dann würde ich sagen, machen wir einen Geschmackstest. Geht. Mmh. Oha. Mhm. Ich weiß schon wieder, warum ich Pancake-Profi bin. Die schmecken so geil. Oha. Mmh. So, ich bin so voll, das war so viel. Und genau deswegen haben wir jetzt eine fette Pizza von der Labella in Katzdorf. Die haben so die geilste Pizza, was es gibt in der Gegend. Also schaut euch das an, das ist einfach gräber geil. Aber jetzt müssen wir schnell anfahren, weil so eine Pizza isst man nur bei einer gescheiten Aussicht. So, das ist eine Aussicht, wo man sich so eine Pizza gönnen kann. So, dann würde ich sagen, probieren wir das erste Stück. Mmh. Es ist und bleibt einfach das Geilste. Was gibt. So, ich werde die Pizza jetzt vernichten, gleich weg und zack, boom, fertig sind wir. Das war jetzt wieder extrem viel. Ich bin ja von zuerst extrem voll gewesen und jetzt ist es einfach nicht besser geworden. Von dem her würde ich sagen, tschüss jetzt kurz und dann gehen wir ab ins Training, weil mit den Kalorien müssen wir natürlich auch was anfangen. Die Gains können gesaved, von dem her werden wir jetzt dann trainieren. Kennst du so das Meme, was heißt, Essen soll Energie geben, aber jedes Nahrung ist extremiert. Ich glaube, ich muss nicht mehr so.
Genau, dass du das Problem nicht hast, kommen wir heute zum ersten Sponsoring auf diesem Kanal, und zwar Red Bull. Okay, es war nur ein Schmäh, aber du kannst ja abonnieren, dass vielleicht irgendwann einmal wahr wird und ich wirklich einen Sponsor kriege oder so. Ich hab's noch nicht drungen, von dem her bin ich animiert und so. Also, bisschen auf euch. Jetzt bin ich da. Auf geht's, rein. So, das war's mit dem Training, und jetzt könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, was wir da werden. Wir werden wieder was essen, und dafür müssen wir jetzt heimgehen, weil das müssen wir noch kochen. Ich würde sagen, auf geht's. So, ihr wisst Bescheid, wir haben Hunger, wir wollen Masse machen, von dem her gibt's jetzt Burger. Und ihr werdet es vielleicht jetzt nicht glauben, aber in die Burger ist jetzt schneller Fleisch drin wie ein oder anderen Single Mom, von dem her. Ah. So, das war natürlich nur Schmäh an alle Single Moms, ich hab euch lieb. Und ich hätte mir natürlich einen Burger einfach vom Burger King holen können, aber. Ja, die haben es ja nicht so drauf mit dem vegetarisch-veganen, von dem her habe ich es lieber selber gemacht. So, nachdem das mit den Single Moms nur ein Schmäh war, zeige ich euch jetzt, wie schnell ich im Bett bin. Und zwar genauso schnell werde ich jetzt die Burgers essen, von dem her, let's go. Zack, und so schnell ist es vorbei. Aber hauptsächlich, ich bin glücklich, oder? Das war natürlich auch nur ein Schmäh. Zara, kannst du bitte einer sagen, dass es nur ein Schmäh war? Nein, aber leider ist kein Schmäh. So, jedenfalls bin ich jetzt so voll wie eigentlich den ganzen Tag schon. Es war jetzt das vorletzte Meal, wir haben dann nachher noch einen Mitternachtssnack. Und ja, dann war es, von dem her freue ich mich sowas von nicht auf den, aber der wird dann auch noch irgendwie verdruckt. So, und das letzte Meal haben wir jetzt noch mal Müsli, das heißt, wir enden den Tag mit gute 5000 Kalorien. Das heißt, das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Cheat Day. Ich werde mir das jetzt schnell gönnen und dann schauen wir, wie viel Gewicht ich zugenommen habe. Ich bin schon extrem gespannt, wie viel das sein wird, von dem her gönnen wir das jetzt schnell. Auf geht's. So, dann würde ich sagen, wiegen wir sie, und wie seht, sind es 81,45 Kilo. Das bedeutet, wir haben um die 3 Kilo zugenommen. Schreckt mich überhaupt nicht. Ich hab mir gedacht, das ist ein wenig mehr. Jetzt muss man nur sagen, dass ich das nicht wirklich zugenommen habe, sondern dass ich in der Früh natürlich nichts im Magen gehabt habe und jetzt der voll ist. Trotzdem würde ich sagen, war es ein erfolgreicher Massetag. Ich bin extrem voll den ganzen Tag gewesen, war extrem geil. Und ja, so wie mir der Tag gefallen hat, hoffe ich, dass dir auch das Video gefallen hat. Wenn ja, lass auf jeden Fall ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.